Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, seid ihr wieder dabei. Wer oder was schön ist, bestimmen hauptsächlich Zeitschriften und internationale Modemagazine. Die aufwendig gestylten Bilder haben aber meistens nicht wirklich viel mit der Realität zu tun. Jemand findet etwas schön, wo der andere kann sagen, nein, finde ich überhaupt nicht schön. Wenn sie nicht zu viel geschminkt sind. Wir können gross diskutieren jetzt. Zufriedenheit, Ausstrahlung, Gesundheit auch. Über Schönheit wird viel diskutiert. Wer aber nicht nur reden, sondern auch etwas machen möchte, diese Woche gibt es bei GOB interessante Informationen und attraktive Angebote. Unter anderem von DAF, Nivea, Garnier, Head & Shoulders oder Taft. Um schön zu bleiben, braucht es aber auch eine gute Ernährung. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt die Ernährungsfachfrau Michelle Kaspar. Herzlich willkommen. Grüezi, Frau Gutmann. Besonders auf gute Fette sollte man ja schauen, wie zum Beispiel das Olivenöl. Aber warum ist das Olivenöl gesund? Also Olivenöl ist sehr ein hochwertiges Öl. Das Spezielle am Olivenöl ist sein hoher Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren. Die Fettsäuren die haben unter anderem einen guten Einfluss auf die Blutfettregulation. Aber auch Vitamin E ist im Olivenöl enthalten, das wichtige Funktionen hat im Körper. So zum Beispiel ist es unentbehrlich zur Aufrechterhaltung der Muskelfunktionen. Das klingt ja sehr schön und gut, aber übertreiben sollte man es glaub, trotzdem nicht, oder? Genau, also trotz guter Eigenschaften sollte man darauf achten, nicht zu viel Fett und damit natürlich auch nicht zu viel Energie zu sich zu nehmen. Gut. Danke vielmals, Frau Kaspar. Ja, und all die guten Eigenschaften sind auch im Olivenöl von De Cecco, vom Hersteller von der gleichnamigen, bekannten italienischen Teigwaren. GOB offeriert euch das Olivenöl von De Cecco als Olio Extra Vergine. Ein rein italienisches Öl mit grün schimmernder, goldgelber Farbe. Und als Olio Extra Vergine aus Umbrien mit der geschützten Ursprungsbezeichnung DOP. Die Bezeichnung garantiert, dass es in der Region angebaut, geerntet, presst und in Flaschen abgefüllt worden ist. Der Sabatino Grigiuno, Küchenchef im Restaurant vom Hotel Savoy Beach in Pestum, südlich von Salerno, zeigt uns, was man alles mit Olivenöl machen kann. Benvenuti al Savoy Beach. Willkommen im Savoy Beach Hotel in Pestum. Heute zeige ich Ihnen ein Rezept mit Bresaola. Sie können dafür aber auch Roh- oder Parmaschinken nehmen. Wir nehmen ein bisschen Rucola und Mozzarella und rollen sie ein. Prendiamo del Parmigiano. Wir nehmen geriebenen Parmesan und machen daraus eine kleine Kruste. Dann rollen wir das Ganze ein. Zum Schluss verzieren wir den Teller mit einem Büschel Rucola. Wir stellen dann die Roulade mit Parmesankruste auf den Teller. Am liebsten verwende ich extravergine Olivenöl von De Cecco. Extravergine d'oliva De Cecco. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten Appetit. Kommen wir wieder zurück in die Schweiz. Mit dem Frühling kommen auch die Blumen wieder zum Vorschein, unter anderem die Geranien. Die unzähligen Varianten, Farben und Formen bieten die anspruchslosen Schönheiten auf Balkonen, Fenstersims oder anderen sonnigen Plätzen bis weit in die Herbst einen prächtigen Anblick. Wer Geranien vom letzten Jahr nicht können überwintern konnte, alte Pflanzen muss ergänzen oder seine Nachbarn den Sommer mit der üppigen blühenden Geranienschau möchte verblüffen, der hat diese Woche die beste Gelegenheit. Alle Geranien, ob stehende oder hängende Sorten, gibt es diese Woche bei GOB nämlich zum halben Preis. Seit einiger Zeit kann man ja beim Telefonieren mit Swisscom Festnetz Superpunkte sammeln. Jetzt gibt es aber auch für die Handybenutzer etwas Neues. Wenn man bis jetzt sein Prepay-Handy aufladen wollte, hat man ja immer einen Kiosk müssen und dort eine Rubelkarte mit einem neuen Code kaufen. Jetzt kann man bei GOB an jeder Kasse 30, 50 oder 100 Franken zahlen. Und der Geheimcode wird sofort auf dem Kassenzettel ausgedruckt. Profitieren von dieser neuen Dienstleistung können übrigens alle Swisscom, Sunrise und Orange-Kunden. Das wär's auch schon für heute. In einer Woche erfahren wir unter anderem, warum es an den Eisheiligen noch so richtig kalt werden kann. Es würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.